Hallo, am 12. Juni ist der erste Wahlgang der Oberbürgermeisterinnenwahl in Dresden. Der zweite Wahlgang ist dann am 10. Juni. Erstens, ich rufe alle dazu auf, wählen zu gehen. Wählen ist eine wichtige Sache in der Demokratie. Zweitens, habe ich schon mehrfach verkündet, ich werde am zweiten Wahlgang nur antreten, wenn ich Erster oder Zweiter im ersten Wahlgang werde. Im ersten Wahlgang treten 9 Kandidierende an. Niemand wird da gewinnen. Und im ersten Wahlgang kann man komplett nach seinem Herzen wählen. Im zweiten Wahlgang, dann wird es ernst, weil dann kann es sein, dass man taktisch wählen muss, um zum Beispiel einen AfD-Kandidaten zu verhindern. Also, am 12. Juni, wir sehen uns in der Wahlkabine.